Ja, wie zu erwarten, ist zwar schon jemand da, aber es ist noch nicht jemand da, der wirklich Bescheid wüsste. In der Stunde rufen wir nochmal an. Also nochmal, um das Thema zu wiederholen. Gestern, vorgestern kam ein Beitrag raus auf br24.de, der von AdReport München retweetet wurde, sozusagen getweetet wurde. Und in dem Bericht geht es darum, dass ein LKA-Mann und Dr. Rainer Thomasius vom Suchtforschungszentrum Hamburg, wo er der Leiter ist, der Flaggschiff-Experte der CDU, der war vor ein paar Jahren immer mal wieder in den Anhörungen dabei und ähnliches. Seit einer Weile ist er still geworden um ihn, weil er sehr